So, da wären wir wieder. Und wir wollten uns umgucken, was jetzt hier genau bewacht wurde. Wenn denn hier nichts mehr lebt. Schaut gut aus. Obwohl der Skorpion, den hatten wir gar nicht umgebracht, oder? Gucken wir mal. Hier geht es auf jeden Fall weiter. Und wir müssen ja eigentlich noch eine Möglichkeit finden, das eine Tor aufzubekommen. Hallo, kleiner Mann. Tschüss, kleiner Mann. Also, wir haben das eine Tor hier vorne noch nicht auf. Das lassen wir erstmal zu. Wir haben mehr Essen. Lauter komische Nischen. Und das haben wir hier. Hier geht's. Ach nee, das führt zurück zum Hauptraum. Gut. Also der Weg hier führt nur wieder zurück zu dem Weg hier. Das heißt, den können wir ignorieren. Der kommt nämlich hier wieder raus. So, das heißt, hier geht es weiter und wir haben immer noch diese kleine Kammer da hinten mit der Tür, die wir noch nicht geöffnet haben. Und hier ist der Skorpion. Ich will nicht von ihm getroffen werden. Der hat bestimmt ein ganz garstiges Gift. Also, wer hat Mana? Er hat Mana. Und Zed hat ein Zauberlevel. Sehr schön. Der ist flink. Na, komm her. Und wir sind alles andere als flink. Also unsere Kämpfer, bis sie wieder zuschlagen können, das dauert echt Ewigkeiten. Au, 102 Schaden. 112. Gut, dass hier keine Sackgasse ist. Mana, Mana. Wusch. Ja, die sind echt zäh. Bist du vergiftet? Nein, bist du nicht. Er ist vergiftet. Unverwundet? Noch jemand? Gut. Sammeln wir mal alle Pfeile wieder ein. Ein bisschen was hat es ja hoffentlich gebracht, nebenbei zu schießen. Oh, hier ist die Tür, die wir noch nicht geöffnet haben. Wo sind die ganzen Pfeile? Da ist schon mal einer. Jetzt müsste es hier gleich links rumgehen und da war der Skorpion irgendwo. Genau, hier in der Nische drin war er. So, zack. Liegt aber. Ah, doch, da ist was. Klick. Was hast du jetzt gemacht, du doofes Klick? Das war der Weg, der wieder zurück zum Hauptweg führt. Den wollen wir nicht. Wir wollen das, was das Klick aufgemacht hat. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier irgendwo was aufgegangen ist und das werden wir dann zwangsweise erforschen. Es ist mir aber normalerweise lieber, wenn ich wirklich weiß, was dadurch passiert. Weil es kann ja auch sein, dass einfach nur ein zweiter Schalter freigeschaltet wird und nicht ein ganz neuer Bereich. Also so eine Wand weg. Aber gut, du hast keinen Schlüssel dabei? Nö. Was bist du? Ah, magischer Schild. Super, der wird sofort aufgeschrieben und durchgehend aufrechterhalten. Also, ein Viereck. Ein E. Und ein so. Und der Schildtrank ist Jabro. Den haben wir schon. So. Wer hat Mana? Er hat Mana. Das. E. Ying Yang. Hä? Das E. Es gibt hier kein Ying Yang. Ah, okay, das soll bedeuten, dass die drei Symbole hier neu sind auf der Schriftrolle. Also Schild Potion ist Jabro. Die Schild Potion, das war. Ja, Bro müsste dann das hier sein. Wir brauchen einfach mal ein bisschen Mana zum Experimentieren. So, Elijah hat genug. Brauchen noch eine Flasche in der Hand. Hallo? So, ich will jetzt die Schild Potion rausbekommen, damit ich weiß, was Bro ist. Also das ist, glaube ich, ja. Und die Schild Potion wäre das da. Hallo? Und tada, ja. Also ja, Bro ist Schildtrank. Das heißt, ja ist das Viereck
Schreibe ich mir jetzt auch mal auf. Viereck ist ja und Yin Yang ist Bro. So, zurück zur Schriftrolle. Die Schriftrolle sagt, ja, ihre ist das Magieschild. Also das, ja und ihre. Den hatten wir schon mal, das ist nämlich der hier und der macht ein Schild, aber kein Magieschild anscheinend. Steht der Magieschild? Ja, Magieschild. Also dieses blaue Ding soll wirklich Magieschild sein, aber der hat trotzdem genauso viel Schaden durchgelassen wie ohne. Also wir hatten sie einmal bei den Augen getestet. Das ist schon komisch. Na gut. Schild Magie ist jetzt der. Machen wir den mal ganz hoch. So und E. Priesterspruch ist es auch noch. Ja, das wird eine Weile dauern, bis wir den ganz hoch können. Aber gut. Dann werden wir jetzt einfach mal darauf vertrauen müssen, dass das auch wirklich das Magieschild-Dingens ist. Auch wenn wir keinen merkbaren Unterschied sehen. Aber gut. So, nehmen wir mal eine Stufe niedriger. E. E. Selbst eine Stufe niedriger können die nicht. Das ist ja albern. Ah, doch, da. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal mit N, das Flugzeug. Also alle Schutzzauber sind anscheinend Priester bedingt. So, jetzt haben wir Schutz vor Magie und Schutz vor Feuer, wenn die Zauberspruchrollen nicht gelogen haben. Und wir haben fast keine Magie über für Kampfzauber. Aber gut. Und ich habe die Orientierung verloren. Obwohl ich glaube, in die Richtung ging es weiter. Heißt, wir haben jetzt hier den Weg, den wir noch lang gehen können. Also da lang. Und wir haben immer noch die Tür, die wir nicht aufgemacht haben. Was wir vielleicht mal nachholen sollten. So, hier haben wir eine Verzweigung. Die wieder zurückführt zu dem Hauptgang. Also keinen Sinn macht. Und hier haben wir wieder eine Sackgasse. Wieder eine Sackgasse. Und da ist die Tür. Ich bin anscheinend wohl einfach nur zurückgelaufen. Wo kommst du her? Und du hast uns das Schild geklaut. Ich wusste doch, dass die irgend so was Hinterhältiges machen. Oh, schick. Plattenpanzer. Oh, und wir haben in dem einen Raum, wo der Skorpion war, noch den Helm übersehen. Stimmt, den müssen wir auch noch aufheben. So, aber erstmal Plattenpanzer. Kettenschuhe, soweit alles gut. Ja. Wir ziehen sie erstmal an. Wenn wir wieder bei unserem Lagerplatz sind, können wir die ganzen Kettensachen einmal aussortieren bei den Magiern und ihnen irgendwelche Stoffsachen geben. So, was haben wir noch? Kniepanzer, genau das gleiche. Die Lederhosen behalten wir dann auch mal, falls wir dann nachher umtauschen müssen. Und jetzt ist Gosmog nicht so gut geschützt wie Zed. Aber dafür hat Gosmog. Nee. Oh, Zed hat richtig aufgeholt. Zed hat inzwischen schon mehr Lebenspunkte als Gosmog. Aber gut, so oft kommen wir ja eh nicht in Nahkampf. So, ist hier noch irgendwo irgendwas? Nee, das ist das Ende von dem Raum hinter der Tür. Das heißt, jetzt gehen wir aus der Tür raus, links lang, dann müsste es da weitergehen in diesem Bereich. Und wenn wir den Bereich jetzt zu Ende erforscht haben, gehen wir zurück in den Raum, wo die ganzen Augen und der Skorpion und die zwei kleinen Läufer waren und heben da den Helm auf. Und ich sollte mal einen Kompass in die Hand nehmen, um zu gucken, ob hier irgendwo ein Dreher ist. So, wir gehen nach Osten. Osten, 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 Osten. Norden, Norden, Norden. Westen, Westen. Eine offene Tür. Okay. Ist das hier der große Raum? Nein, ist er nicht. Ich weiß gerade absolut nicht, wo wir sind. Hier waren wir definitiv noch nicht, sonst hätten wir das Brot mitgenommen. Aber die Tür war offen. Okay, vielleicht war das auch ein Auge, aber. Gut, tun wir einfach mal so, als wenn
Wir wüssten, wo wir wären und wir laufen einfach irgendwo weiter. Irgendwann werden wir schon auf einen Bereich kommen, der bekannt ist. Hier sind zwei offene Türen. Das ist schon ziemlich markant. Daran hätte ich mich erinnert. Und noch ein Skelettschlüssel. Es ist ja schön, dass es diese Abkürzung gibt, aber für mich macht das Ganze nur noch unübersichtlicher. So, also hinter diesen Türen kamen wir her. Das heißt, in dem Bereich hier geht es irgendwo weiter. Und wenn nicht, dann müssen wir durch die Türen wieder zurückgehen, den Helm aufsammeln und gucken, ob es anderweitig weitergeht. Noch eine offene Tür. Es ist nicht dieselbe. Und das sieht hier ein bisschen so aus wie bei dem Schlangenraum, aber wir sind nicht da, sonst wäre hier eine zweite Tür. Das ist echt irritierend. Und hier ist schon wieder eine zweite Tür. Ah, okay, hier waren wir definitiv noch nicht. So, O-N-E. O-N-E. Und das ging schnell. Ja, ist ein bisschen bedrückendes Gefühl, wenn man so durch den Dungeon läuft, keine Ahnung hat, wo man ist, keine Ahnung hat, ob man hier schlafen darf, ohne gleich von irgendwas besprungen oder bestohlen oder was weiß ich zu werden. Oh, noch so einer und wir haben kaum noch Mana. O-N-E, O-N-E, O-N-E. Du hast Schein vorbereitet, gut, gut. Also wir sind wohl irgendwie in so einer Art Skorpionsnest gelandet. Die sind zwar machbar, aber brauchen tierisch viel Mana. Und hier geht's runter. Okay. Das heißt, hier können wir wenigstens schlafen und gleich mal einen Cut machen. Aber eigentlich wäre ich doch ganz gern wieder zurückgelaufen in den Bereich, wo die ganzen Monster waren und wo der Helm noch liegt. Aber das wird dann warten müssen, denn ich werde von hier aus den Weg nicht wieder zurückfinden. Jedenfalls nicht so schnell. Also schlafen wir erstmal. Speichern ab, machen kurz einen Cut und in der nächsten Folge gucken wir, was da unten ist. Das müsste inzwischen ja schon Ebene 11 oder so sein. Also wir kommen ziemlich gut voran. 36. So. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.